zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Jetzt ist es soweit, Champions League Zeit und es geht gegen Dinamo Zagreb. Aber vorher werden wir nochmal eine Trainingseinheit ansetzen. Mal gucken, wer sich hier gut entwickelt. Ludwig mit einem A, Rüg mit einem A. Oh, Ludwig schafft die 68 und Lang, Entschuldigung, Ludwig die 71 und Lang die 68. Sehr, sehr gut. Auch da haben wir so ein bisschen Bewegung drin. Das freut mich natürlich sehr. Ja, und jetzt ist Champions League Zeit. Oh, da kommen ganz viele Nachrichten rein. Oh, Mensch, hier. Zagreb, danach gleich die Bayern. Das ist ja was. Castellanos, ich bin froh, dass Sie mich ernst genommen und mir Spielzeit in der ersten Mannschaft gegeben haben. Kein Problem dafür. So, wir gucken uns mal hier die People an. Ist das schon einer, den wir... Zen Wouters. Er ist natürlich nicht schlecht. 66 hat er. Ah, der Rest ist noch... Ist noch nicht so richtig geschlüpft. Die brüten noch. So. Heimspiel. Erstes Heimspiel in der Champions League in Bremen. Das heißt, da wollen wir uns natürlich besonders ins Zeug legen. Und wir gucken. Karstorp. Letztes Mal hat er gepasst. Diesmal muss er dabei sein. Ansonsten gucken wir mal, wie es bei den anderen aussieht. Zellanos, Menezes, Eggestein, Schurs. Möwald ist ein bisschen platt. Dann nehmen wir noch mal Eggestein mit. Sergeant war in Ordnung. Rüg. Oh. Ne, ich glaube, die beiden, die brauchen wir schon. Davies, Kruse, Diatta im Sturm. Ja, ich denke mal, das ist ja schon gut voreingestellt von mir. Dann lassen wir es einfach auch so. Auf geht's! Mal sehen, wie das Wetter in Bremen ist hier bei FIFA. Das letzte Ligaspiel gegen Leverkusen war strahlender Sonnenschein. Jetzt ist es natürlich ein Flutlichtspiel, aber vielleicht ist es ja regnerisch oder so. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Wir gucken mal. Wer auch immer das ist, wir erfahren es in Kürze, wie so vieles andere auch. Und die Champions League Fanfare. Werder Bremen gegen Dinamo Zagreb im Weserstadion. Das zelebrieren wir natürlich ein bisschen mehr. Ein richtig abgespaceter Ball. Der gefällt mir schon mal. Ausverkauftes Stadion hier. Alle in freudiger Erwartung der nächsten Punkte. Gruppe B, Werder momentan super gestartet. Erstes Spiel gegen Arsenal gleich gewonnen mit 4:0. Zagreb mit einem Unentschieden gegen Juventus. Auch das muss man erstmal schaffen. Also kein leichter Gegner, auf den wir hier warten oder treffen. So, jetzt erstmal keine bekannten Gesichter. So, wir wollen jetzt einfach mal anfangen. So, Taktik einstellen. Vorstöße hoch. Nein. Vorstöße an der Seitenlinie. Und Team Pressing. Auf geht's, der Ball rollt. Champions League Zeit. Wir treten in unserer ja, besten Besetzung, auch in der besten Form an. Und... Ja, 1:0! 2 Minuten gespielt! Was war das denn für ein Tor? Davy Klaassen! Und dann irgendwie geht der Ball ins Tor. Mann, wir haben aber Unglück hier. Sämtliche Körperteile vom Torwart sind am Ball, aber im Endeffekt schafft es Klaassen den Ball. Obwohl er da nimmt noch den Pfosten mit, glaube ich. 1:0! Davy Klaassen macht hier. Das 1:0, was ein Auftakt. Ganz nach dem Geschmack der Werder-Fans. 1:0. Wie gehen letztendlich jetzt die Zagreber damit um? Wir können sie ja nicht einschätzen, noch nicht gegengespielt. Eggestein.
Davies. Ah, kommt nicht an der Ball. Bolignoli. Karstorp. Der kennt natürlich internationale Mannschaften. Oh, Krepin. Handspiel eigentlich gegen Situm oder von Situm. Stein. Leovac haut den Ball erstmal nach außen. Wir haben sogar hier unseren Hugo Boss Anzug angezogen. Ein bisschen kalt, aber wir können es uns anscheinend leisten. Castro. Mit dem Versuch der Flanke. Aber das war wohl zu einfach. Katziora. Ah. Das sah ein bisschen blöd aus. Da haben sich Augustinsson und Semedo selber behindert. Gibt einen Einwurf, aber Semedo ist völlig on point. Schöner Pass. Kommt Kruse dahin. Augustinsson. Oh, was war das denn? So geht das aber hier nicht. Eggestein. Kruse. Schussversuch wieder von Klaasen, glaube ich. Ah, Davies verliert den Ball da oben. Oh, Foul? Wo war denn da ein Foul? Das habe ich auch nicht gesehen. De La Vera. 66 als Rückenzahl. Situm oder Schitum. Wieder Karstorp. Läuft viel über Karstorp momentan. Schön. Und jetzt Tor. Wer ist es? Diatta. Schön rausgespielt. Und Diatta kann auch in der Champions League treffen. Hat ja schon im ersten Spiel gegen Arsenal, glaube ich, auch ein Tor gemacht. Und das hier viel von Karstorps Aktion ausgegangen und dann ja in der Mitte zwei Werder-Spieler, wenn man so will, hin kommt auch noch Klaasen ran. Also drei offensive Spieler hier, sehr, sehr ungedeckt. Ja, und dann macht es hier sogar Diatta sehr lässig, hält einfach nur den Schlappen hin. Und somit steht es hier 2:0 nach 20 Minuten. Alles bei Werder in der Spur. Und Zagreb. Ja, sieht sich einem frühen Rückstand, aber nicht unverdienten Rückstand entgegen. Jetzt nächster Angriff. Bolignoli, oh. Sehr gut, Pavlenka nimmt den Ball auf. Wieder Karstorp. Jatta. Das wird leider nichts. Einwurf für Werder. Flanke von Diatta. Leider nicht verwertbar. Semedo entscheidet sich erstmal für den sicheren Pass. Schön außen gesehen. Wieder Karstorp. Der bringt die Flanke rein und an die Latte. Davies, nächste Riesenchance für Werder, die im Prinzip genau da weitermachen, wo sie auch in der Bundesliga aufgehört haben. Schnelles und erfolgreiches Offensivspiel. Wieder Karstorp. Kruse. Klaasen. Lange Flanke, Diatta nochmal mit dem Kopf, aber den hat er nicht so gut getroffen. Keine Gefahr in dem Moment für die Zagreber. De La Vera. Cazio. Meier, oh, jetzt nähern sich die Zagreber ihrem ersten richtigen Abschluss. Dann so hat aufgepasst. Karstorp.
Eggestein. Verdammt, kein gutes Durchkommen. Zagreb versucht sich jetzt anders zu positionieren. Werder ist aber gut in den Zweikämpfen. Und das war leider nur ein Schüsschen von Klaasen. 39 Minuten gespielt. Erste Halbzeit. Nähert sich dem Ende. Klaasen, Tor! Davy Klaasen aus dem Halbfeld. Da zeigt er, dass er gefährlich ist außer Distanz. Er macht hier noch vor der Pause das wichtige 3:0, wie ich finde. Kruse macht das hier sehr, sehr gut, dass er den Ball behauptet. Und dann hätte rein theoretisch Klaasen sogar noch ablenken können auf Davies, aber er versucht selber. Und es klappt. Wunderschöner Treffer. 3:0 steht es hier. Zagreb muss hier absolut sagen, Werder ist besser. Bin gespannt, wie die zweite Hälfte aussieht. Da muss Zagreb ja was ändern. Kastrop. Bärenstarke Partie. So wichtig schon nach so ein paar Spielen. Aber eine echte Verstärkung auf der rechten Seite. Naja. Und dann so. Irgendwo hier ein Foul gepfiffen. Gibt nochmal eine Standardsituation. Dumbia wahrscheinlich weit in den Strafraum rein. Aber dann ist Eggestein da. Jetzt vielleicht nochmal ein schneller Konter. Davies ist da. Und oh, beinahe hier sogar noch das 4:0. Hier sehen wir mal eine kurze Statistik. Maxi Eggestein. Passquote 86%. Das ist schon eine Ausnummer. Es gibt nochmal Ecke für Werder. Gucken mal, ob wir hier unseren langen Pfosten eventuell. Oh, Pfosten! Meine Fresse! Und dann ist die erste Hälfte zu Ende. Also, hochinteressante Partie. Die Werder hier absolut dominiert. Er mit zwei Toren heute. Davy Klaasen. Werder zeigt dir absolut, wer Herr im Ring ist. Und Zagreb. Ja, muss jetzt sehen, dass man irgendwie noch ein Mittel findet, hier mehr als Ergebniskosmetik betreiben zu können. Weil Werder spielt echt bärenstark. Wir gucken mal auf die anderen Begegnungen. Bayern 1:1 gegen PSG. Auch ein spannendes Spiel sicherlich. Juventus und Arsenal. Also unsere Gruppengegner momentan. Arsenal vorne, die das erste Spiel gegen uns verloren haben. Juventus 1:1 gegen Zagreb gespielt. Tja, das heißt, Juventus aus aktueller Sicht nur Gruppendritter. Das ist eine kleine Überraschung, genau wie eine Überraschung sicherlich auch ist. Das stand jetzt, wir unsere Gruppenspiele wohl beide, die ersten beiden, gewinnen werden. Aber wir wollen mal noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Mal sehen, wie die zweite Hälfte hier wird. Im Fußball ist ja nichts unmöglich. Gerade Werder ist ja bekannt dafür, wundervoll zu verbringen. Wunder von der Weser. Was gab es alles für Spiele, die schon hoffnungslos verloren schienen? Und Werder hat es irgendwie noch hingekriegt und hat dann doch noch irgendwie das gedreht. Gerade im internationalen Bereich. Oh, jetzt Dumbia mit der ersten richtigen Aktion der Zagreb. Sehen wir, glaube ich, nochmal eine Aktion aus der ersten Hälfte. Ach, guck. Und das ist kein Handspiel. Na gut. So, Bolignoli. Dann so. Eggestein. Verliert hier den Ball gegen Ademi. Schitom ist da. Kastor. Krippin. Spielt den langen Pass gegen Davies. Davies versucht es aus der Distanz. Klappt nicht so richtig gut. Ball bleibt aber im Besitz von Werder. Boah.
Oh, guter Schuss von Semedo, aber Livakovic kann den Ball aufnehmen. Cazio. Einwurf für Werder. Augustinsson. Wieder Ballverlust. Augustinsson. Da! Was ein geiles Tor. Und es ist, glaube ich, Maxi Eggestein, der hier das 4:0 macht. Wahnsinn. Wieder ein Tor. Wie es auch ähnlich im letzten Ligaspiel gegen Leverkusen, glaube ich, geschossen hat. Hier sehen wir es nochmal. Schön abgelegt. Ja, im Prinzip fast eine Doublette. Ein bisschen näher dran diesmal am Tor gewesen. Aber auch wieder sehr schöner Schuss. Sogar ein bisschen noch verdeckt gewesen. Dreht sich schön nach oben in das Netz. Wunderbar. 4:0. Ich glaube, das sollte hier nach knapp einer Stunde auch die Vorentscheidung gewesen sein, zumindest. Marinovic. Klasen. Und jetzt Davies. Sehen wir sogar noch das 5:0. Tatsächlich. Oh, was macht er das schön. Behält hier absolut die Ruhe. Lässt den Verteidiger aussteigen. Und macht hier doch in der Tat das 5:0. Also Werder ist ja momentan in absolut bestechender Form am Zenit des Ganzen. Besser geht es ja kaum gar nicht. Hier sehen wir es nochmal. Schön ausgespielt. Da behält Davies die Ruhe. Lege ich nochmal ab. Und passt den Ball dann ins Tor. Wunderbares Tor. Von unserem absoluten Leistungsträger. Jetzt werden wir allerdings auch nochmal wechseln. Das ist auch bitter notwendig, glaube ich. Karstorp, der ist richtig viel gelaufen. Obwohl, da müssen wir ein bisschen haushalten, weil Rüg wird dann bestimmt in der nächsten Bundesliga-Party spielen. Also lassen wir Karstorp mal ruhig mal wundlaufen, hätte ich beinahe gesagt. Ich würde sagen, wir bringen nochmal Fagundes. Der kann durchaus für Klasen nochmal reinkommen. Auch Eggestein, würde ich mal sagen, kommt für Diatta rein. Und einmal können wir, glaube ich, noch. Leao für Max Kruse. So. Auch Leao, der im Prinzip bisher ein einziges Tor gemacht hat. Für den SV Werder nicht in der Bundesliga, sondern im Auftaktspiel in der Champions League gegen Arsenal London. Mal sehen, ob er denn heute auch Glück hat. Auf jeden Fall ist er noch nicht so richtig eingeschlagen. Aber ist bis jetzt auch über die Joker-Rolle noch nicht hinausgekommen. Eggestein. Semedo. Fagundes. Auf Leao. Oh, ein Schuss wie ein Strich. Erste gute Chance für Leao. Ja, war wirklich nicht schlecht. Es wäre ein wunderschönes Tor geworden. Somit bleibt es beim 5:0. Ich glaube, Zagreb wird sich hier auch schon ein bisschen aufgegeben haben. Karstorp macht ein bärenstarkes Spiel. Fagundes versucht es außer Distanz, wird Ecke geben. Jetzt der Wechsel bei Zagreb. Ich glaube, Dombia ist rausgegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und Morro kommt rein. So, unsere Kopfball stark, Leute sind da. Fagundes, wieder abgefälscht dabei. Erneute Ecke. Langer Pfosten. Und gibt nochmal Ecke. Noch ein Wechsel von Zagreb. Vielleicht kommen jetzt die großen Abwehrspieler rein.
Ah, verdammt. Chance is gone. Augustinsson. Ah, das war zu einfach gedacht. Karsdorp. Fagundes versucht es nochmal außer Distanz. Und ein Wurf für Werder. Ja, jetzt spielt Werder es auch wirklich gut runter, muss man sagen. Fagundes versucht es nochmal. Oh, ganz knapp am Tor vorbei. Streift auf jeden Fall noch das Netz. Schön Drall reingemacht in den Schuss. Tja, und dass der so knapp wird, ich glaube, das hat Livakovic auch nochmal überrascht zum Ende hin. Der hier ordentlich zu tun hatte und ich glaube mit 5 Gegentoren auch ordentlich bedient sein dürfte. So, geht noch was? Schafft man hier noch ein Anschlusstor zumindest? Fagundes. Schön auf Augustinsson. Flanke und leider kein Abnehmer. Jetzt nochmal über Meier. Nochmal ein Angriff. Werder Defensive. Bisher auf dem Posten noch jetzt Bolignoli, der wieder oder erneut in einer sehr guten Form ist. Fagundes. Leo verliert den Ball hier. Moro. No-Look-Pass von Fagundes. So ähnlich sah er da noch aus. Lavrinovic. Und Pavlenka nimmt den Ball auf. 88. Minute. Ich denke nicht mehr, dass hier noch viel passieren wird. Eggestein. Leipziger. Pass geht nicht durch zu Leao. Der wohl in diesem Spiel kein Tor mehr schießen wird, so wie es aussieht. Marinovic. Und dann so hier mit langen Schritten. Fehler. Und da ist es doch noch passiert. 91. Minute, das war jetzt auch wirklich blöd. Dann so legt den Ball in die Mitte ab. Tja, und dann kann auch Bolignoli da nichts mehr machen. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass es hier doch noch auch ein Tor gegeben hat, ein Gegentor. Dürfte aber jetzt nichts daran ändern, dass Werder diese Spiele in jeder Sekunde dann auch für sich als Sieg verbuchen kann. Letzte Aktion. Nein, wird nicht mehr zu Ende gespielt. Abpfiff. Werder gewinnt das Spiel 5:1. Macht eine richtig gute Heimpremiere in der Champions League. Und ja, macht einfach nur Freude, die Karriere, die Mannschaft sich entwickeln zu sehen, wie gut die Spiele auch einschlagen. Und wie auch letztendlich dann zeigt, dass man in Europa hier absolut mithalten kann. Es läuft wie am Schnürchen und ich hoffe jetzt aber mal, das nächste Spiel in der Liga ist ja gegen die Bayern. Das wird auf jeden Fall schwer werden. Ich bin gespannt. Wir nehmen auf jeden Fall den positiven Drive mit und versuchen das Beste draus zu machen. Und ja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Macht's gut, bis dann und ciao.